Ja, ist eine gute Frage. Wie soll ich sagen? Es gibt verschiedene Stufen von Vermögensaufbau. Und wie soll ich sagen, die ungünstigste langfristig ist, wenn Sie oder Ihr Mieter bleibt und euer ganzes Leben lang eigentlich das Geld ausgibt, nichts beiseite legt, nichts spart und gar nichts. So. Nächste Stufe ist dann der Mieter, der ordentlich spart und sich dort vernünftige Reserven aufbaut, wobei das heutzutage natürlich nicht ganz einfach ist, bei fast nicht mehr gezahlten Zinsen. Und die nächst bessere Stufe ist aus meiner Sicht dann der Eigentümer oder derjenige, der sagt, okay, ich kaufe mir eigene vier Wände, da kann ich drin wohnen, da habe ich ein Ziel, das kann ich abbezahlen in den nächsten 10, 20, 30, 35 Jahren und ich habe dann praktisch zumindest mal eine gewisse Sicherheit im Alter, und zwar die, dass ich einfach mietfrei wohnen kann. So, und darum geht es in diesem Buch. Also von daher ganz klar Vermögensaufbau, Reserven aufbauen und wie soll ich sagen, der aus meiner Sicht beste und größte Vorteil einer Immobilie ist die, dass, wie soll ich sagen, wenn ein Mieter spart und arbeitslos wird oder krank wird oder behindert, ja, was passiert dann in der Regel als erstes? Er sagt, okay, ich muss die Sparpläne, ich muss die Lebensversicherung, die Rentenversicherung, die Riester-Rente und so weiter und so fort, die muss ich jetzt stilllegen, weil es sonst monatlich einfach nicht reicht. So, das ist aus meiner Sicht normales Verhalten. Das Geniale bei der Immobilie ist, dass Sie einfach gezwungen sind, nach anderen Lösungen zu gucken. Ja, das heißt, da ist jemand, der Ihnen im Nacken sitzt und sagt, Freundchen, du sparst weiter. Du zahlst uns weiterhin unsere Rate. Und das ist aus meiner Sicht der riesen Wahnsinnsvorteil. Wenn Sie Mieter sind, können Sie sparen. Wenn Sie Eigentümer sind, müssen Sie sparen. Und das ist aus meiner Sicht einer der größten Vorteile. Die Bank hilft Ihnen dabei, mit Ihren Reserven, mit Ihren Ersparnissen, ja, disziplinierter umzugehen. Genau, also ganz klare Antwort, weil Sie einfach sparen müssen. Von daher finde ich, dass das eine hervorragende Möglichkeit ist, Geld beiseite zu legen und sich eine eigene Immobilie zu kaufen.